unglücklich abfährt. Direkt ins Auge, linke Auge. Haben wir nochmal, ja, mit Glück. Hidalgo war da für die Annahme und dann kommt er durch die Netzkante etwas zu hoch. Christoph wird mehr oder weniger abgeschossen. Spirovski steht unglücklich. Ausgerechnet Spirovski. Aber Böhme tut dem SCC den Gefallen und verschlägt seinen Service. Nein, aufs Gach bringt das Service nicht rüber. Hat natürlich noch Probleme. Wenn er das Auge nicht rechtzeitig schließen konnte bei diesem Ball, dann verhindert das natürlich. Aber er kommt durch. Weiß auch nicht genau, wo der hingegangen ist. Aber egal, solange der Schiedsrichter auszeigt, soll es ihm recht sein. Sebastian Krause und der Ball wird weiterspielen gelassen, aber João José weiß, was man machen muss. Kriegt den Ball und Tkaček weiß natürlich auch, dass er das am besten über seinen Captain, über den Routinier macht. Hier die tolle Abwehr von Krause. Der Ball wahrscheinlich gut innerhalb der Antenne rübergegangen. José mit halber Kraft, aber genau wissen, wohin der Ball muss. 14 zu 13. Und Fischer verschlägt diesen Schnellangriff. Er ist unzufrieden mit sich selbst. Felix Fischer mit der 6. Herr Berliner. Der Floater ins Aus gehen gelassen. Im Moment haben sie gezuckt und gezögert. Die Berliner und dann ins Aus gehofft. Und es hat geklappt. Hidalgo versteckt den Ball irgendwo zwischen den Händen von João José und dem Netz. Der nächste Ball führt zur technischen Auszeit und da wäre es wichtig, wenn Berlin die Führung übernehmen könnte. Wollen sie hier noch was reißen in diesem dritten Satz? Schon länger nicht mehr im Einsatz gewesen. Reklamiert, dass der Block dran gewesen sei, dem war aber nicht so. Und da ärgert er sich. Gibt natürlich wieder alles. Der Rumäne mit der 14. 2,5 Meter lang. Nein, da war kein Block dran. Kocnevic eher nicht. Und es ist die Führung für Berlin. 16 zu 15. Auch dünn. Aber geht's nicht. Aber vielleicht ja ein Zeichen für die Gäste, jetzt doch noch mal zu versuchen. Sein Auge scheint wieder soweit in Ordnung zu sein. Es zwinkert immer noch mal ein bisschen. Alexander Spirovski. Friedrichshafen weiß man, dass jetzt das Publikum gefordert ist. Die wollen natürlich genauso wie ihr Team die Meisterfeier dieses Jahr vor eigenem Publikum abhalten und nicht wie letztes Jahr auswärts in Haching. Beziehungsweise diesmal in Berlin. Nee, diesmal keine Chance für José. Das hat er schon gleich gemerkt beim Schlag. Guckt gar nicht mehr hin. 17-15. Ein kleiner Bruch im Spiel von Friedrichshafen. Populescu wird reagieren.
fordert Matthew Denmark aus dem Ersatzspieler-Viereck zu sich. Auch der geht ins Aus. 18-15, da kommt die Auszeit von Mokulescu. Immer wieder dieses Phänomen. Nach zwei gewonnenen Sätzen ist es schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten, die Leistung fortzusetzen im dritten Satz. Auch wenn man es weiß, es ist wohl irgendwo unterschwellig immer wieder drin, dass man nicht die 100% abrufen kann, die es braucht, um auch Satz Nummer 3 und damit ein klares Dreisatzergebnis herzustellen. Und sie sind wieder da. Felix Fischer wieder mit positiver Ausstrahlung. Jetzt auch beim Aufschlag. 3 Punkte Führung für Berlin. Der Linkshänder Trommel immer wieder ganz schwer auszurechnen für den Block. Vom Zuspieler, vom Tschechen. Skachov Korzenowicz durch die Mitte erfolgreich. Linie direkt unter die Hand von Markus Böhme. Der muss nur noch zuklappen. Das tut er auch. Fehlaufschlag, Friedrichshafen, und immer noch ist Berlin 3 vorne und mittlerweile bei 20 Punkten. Eine Auszeit bleibt für den Hafen. Knapp ins Aus, dieser Aufschlag. Doppelblock, Dreierblock, zu viel für Sebastian Krause. Nach diesem langen, hohen Ball, auf den sich der Block perfekt einstellen konnte. Friedrichshafen reduziert die Führung auf 1 Punkt. Die Berliner Führung. Trommel zu lang. 21-19. Jetzt sind es nur noch 2. Definitiv zu leicht. Und dann geht schnell Sikacek auf Böhme. Wechseln für den Hafen durch. Fred Winters kommt. Freddy Winters, lange Zeit Stammspieler, bis zu seiner Knöchelverletzung. Wieder ist es Krause, der diagonal Erfolg hat. Bermitsch da. Nicht schnell genug reagieren. So, jetzt gemeinsam nochmal. Ah, der Block sehr weit außen. Gut gesehen von Krause.
Check auf Ontario, der sich wieder mal durchsetzen kann. Optimal für den Linkshänder aus Rumänien zugespielt und der kommt Longline vorbei. Und Krause jetzt mit einem Fehler bei einem ganz wichtigen Spielstand. Ausgleich für den VfB Friedrichshafen zum 22-22. Da hat er sich nicht getraut, will den Ball über den Block legen, dann kommt gar nichts mehr raus. Der SCC nimmt prompt eine Auszeit. Vorentscheidende Phase jetzt in diesem Match. 3 Punkte fehlen dem VfB Friedrichshafen noch. Und dann haben sie das große Ziel Meisterschaft erreicht. Gleiches auf der anderen Seite. 3 Punkte fehlen dem SCC Berlin noch, um hier in den vierten Satz zu kommen. Spirovski macht's. Fischer wird geblockt, aber Berlin kann diesen Ball wieder aufbauen und dann Spielskach auf Spirovski. Der findet die Lücke. Auszeit Populescu. Beim Stande von 22-23 Aussicht des VfB. Arena steht. 3.700 wollen hier ihr Team zum Sieg peitschen. Aber im Moment führt der Gast aus Berlin mit einem Punkt und hat Aufschlag. Krause bringt ihn. Und er macht den Service-Winner zum Satzball Berlin. Was hat der junge Mann für Nerven? Klasse Service. 2 Satzbälle für die Gäste. Aber Vemic sagt erstmal nein. 23-24. Populescu wechselt, nimmt den Zuspieler für einen größeren Blockspieler vom Feld, nämlich Matthew Denmark, der Amerikaner mit der 6 jetzt vorne, geht auf die 2, auf die 4. Und da ist es passiert, Hidalgo schlägt den Block an und von dort geht er jetzt aus und Berlin holt sich Durchgang Nummer 3, 25-23. Ja, man hört es immer wieder auch. Stelia Moculescu wiederholt das regelmäßig, dass Spiele auf diesem Niveau selten nur 3-0 ausgehen. Und man muss sagen, selten genug war Friedrichshafen so nah und so klar dran, hier ein 3-0 zu schaffen. Aber Berlin hat zulegen können. Sie haben sich beim Schopf gepackt und waren in der Lage, auch in den kritischen Phasen gegenzuhalten und haben ihre Chancen genutzt. Und jetzt ist so ein bisschen hier die Stimmung doch zurückgenommen, kann man sagen. Waren sie schon alle in Feierlaune, aber die Putzlumpen, die geben natürlich nochmal alles. Jetzt wird es ganz interessant sein zu sehen.